Seht ihr das? Was geht ab, Leute? Erstmal, oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Shiny Dark Eye Raid Tour. Raid Nummer 1 von der Tour, aber schon Raid Nummer 6 heute. Ich habe heute Morgen schon 5 gemacht. In der Nachbarschaft. Ein paar Leuten ausgeholfen, die so vor der Arbeit noch raiden wollten. Und ich bin eh zu Hause. Homeoffice Beste. Da habe ich die schnell mitgenommen. Und jetzt machen wir hier eine Shiny Dark Eye Raid Tour. So, Leute. Nummer 1 Shiny Check. Aber ich hätte, um ehrlich zu sein, natürlich lieber ein 100er. 21,36 und Shinies Nebensache. Kann man momentan nicht tauschen, aber man weiß nie, bugtechnisch und so. Man kann Dioxys eigentlich auch nicht tauschen, aber der konnte mal durch einen Bug getauscht werden. Der beste für heute über 21, aber trotzdem Müll. Und nicht Shiny. Und zweiter Versuch, fast verpasst. Bisschen zu viel gequatscht hier. Also, WP ist schon mal schlecht und nicht shiny. Nee, das wird vielleicht eine leidende Tour, Leute. Meine Abwechslung, Voltolos, Hälfte der Gruppe setzt aus. Aber ich mache den natürlich mit, solange ich noch nicht 19F gesehen habe. Gesehen und gefangen, hoffentlich. Nicht nur gesehen. So, schauen wir doch mal. Reicht mir, wenn wir bei dem Glück haben. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich will beide 100 heute. Gierig, aber egal. Beide 100. Spannung. Ach so, Wetterboost. Boah. Weiß ich gar nicht mit Wetterboost. So, noch ein Voltolos. Die anderen sind nicht begeistert, aber ich nehme einfach alles mit, was geht. Es war irgendwas im sehr hohen Bereich, also. Das ist kein 100er hier. Leider. Aber jetzt reicht es auch wieder mit Voltolos. Nach Ewigkeit mal wieder 19 Leute am Stachus. Auch hier, selbst hier in der Innenstadt, Stachus Marienplatz, hat es in letzter Zeit raidtechnisch echt abgenommen. Ich habe hier in meinem München Tourguide Video gesagt, hier geht eigentlich immer was zum Stadtkommen, aber selbst in den letzten paar Monaten und letzten paar Raid-Bossen ging da nichts. Ab und zu, also. Ging nicht immer was. Aber jetzt sind wir wieder eine Lobby voll. Und der stärkste für heute, aber nicht genug. Und nicht shiny. Wieder ein bisschen gequatscht über 21 für Mensch schlecht. Diesmal über Buddy-System und das Knospending und die Medaille, die 100 jetzt braucht. Ich habe gesagt, entweder ziehe ich jetzt durch und ziehe 100 beste Freunde Buddies hoch oder ich mache keinen einzigen, weil ich habe noch keinen einzigen. Das heißt, die Medaille ist noch gar nicht da. Ihr denkt euch, hä? Was ist der Unterschied? Ja, wenn du die Medaille hast, dann siehst du immer, auf immer, dass sie halt nicht Gold ist. Und das stört halt einige Leute. Inklusive mir. Kleines Update. Das waren jetzt 3 Arenen, die ich noch nicht auf Gold hatte. Sehr saftig. Was nicht saftig ist, kein Shiny, kein 100er. Aber noch bei keinem einzigen von uns ein Shiny. Und jeder von uns hat mindestens 2 Accounts. Also, was ist da los, man? Shiny gerade echt richtig leidend. Wird mal Zeit für ein 100er, Leute. Für ein Shiny. 100er auch, aber wird mal Zeit für ein Shiny. Ihr seht es unterbewusst, denke ich, nur an den 100er. 21,36. Aber. Jetzt wird auch mal Zeit für einen Shiny. Vor allem den Shiny kann man momentan nicht tauschen, aber man weiß nie. Immer ausprobieren, wenn ein neues Event ist oder so, wenn irgendwas startet. Bug City, Alter, Bug City. So. Und bin gespannt. Es hat noch keiner von uns auf der ganzen Raid Tour einen Shiny bekommen. Ist er shiny? Hey, da haben wir ihn! Erster Shiny! Yay!
Blau. Ich auch. Ja, Silo? Ich auch, ja. Nee, nicht Gutes. 21,8. Haben wir erstmal. Okay, das war's heute, ciao. So, kriegen wir ihn back to back? Nee. Gut ist er leider auch nicht. Stürmisch. Okay, Leute, wir haben unser Shiny, jetzt wollen wir unser 100er sehen. Die Jungs diskutieren schon wegen morgen. Aber morgen ist, glaube ich, mein Plan, zu Hause chillen, in der Nachbarschaft Parades machen mit den Leuten und dann... der Beste bisher. Auf jeden Fall morgen chillen, in der Früh mit der Nachbarschaft so ein bisschen reden und dann 14 bis 17 Uhr Rocket-Übernahme und danach vielleicht noch. Nicht Shiny und 21,23, was ist das? Glück 96. So, du willst kommen, laut? Ja, ja. Okay. So, machen wir noch schnell einen Glückstausch hier. Wenn es sich mal hängen würde. Ah ja, okay. So, 823 wollen wir sehen. Wir halten hier die Raid-Tour auf. Ihr könnt schon weitergehen. Ich hoffe für uns auch ein gutes. Ich hoffe auch. Nee. Nicht gut genug. Wir sind zurück. Es gab eine kleine Pause. 4-5 nehmen wir noch mit, glaube ich. Und dann war es das für heute. Zumindest hier fürs Video. Zu Hause mache ich noch ein paar. 20,91. Tot! Nicht shiny! Tot! So, Leute, nach langer Zeit mal wieder ein Update. Ich wollte mich gerade hinsetzen, aber egal, lohnt sich nicht wirklich. Ich habe nichts verpasst, schlechte, nicht shiny. Und 2087. Leidend. Mega leidend. So, letzte Raid für heute, Leute. Ja, es ist schon zu kalt geworden. Mist, ich bin genau bei der Busstation und ein Bus kommt, ich hasse das. Nicht, dass er meinetwegen anhält und so, wisst ihr, was ich meine? Das ist meiner nach Hause. Leider funktioniert der GPS-Trick nicht bei mir und meinem Handy. Sonst könnte ich jetzt GPS ausmachen, reingehen in den Bus und wegfahren. Und dann den Raid machen und dann wieder GPS anmachen. Denn sonst gibt es ein Limit von 80 Metern Entfernung und dann fliegt er aus dem Raid raus. Aber so, mit dem GPS-Trick hätte ich es geschafft. Naja, halb so wild. Es ist Sonntagabend, ich habe Samstagabend es nicht mehr geschafft, die zwei Videos zu bearbeiten und nicht mal eins hochgeladen. Und jetzt Sonntagabend versuche ich noch beide hochzuladen. Gönnt euch, könnt ihr gerne beide abchecken. Was ich noch sagen wollte, bezüglich Raids. Das Wochenende war schon stressig, es war viel los, eine Menge zu tun einfach. Die Raids, Shiny Darker jagen, Rocket Event, Rocket Übernahme. Das mit den Rocket Stops und dass die zwei Module, das Rocket Radare, Teile bringen, wollte man auch ausnutzen. Shiny Pionskoga Jagd wollte man machen. So viele Sachen. Dann natürlich der normale Alltag mit den Arenen und Geschenke sammeln. Und dann gibt es auch noch PvP, wollte man machen natürlich. Selbst wenn es nur sowas ist wie ich, einfach aufgeben und den Staub bekommen. Aber das kostet auch Zeit und da muss man auch dran denken. So viele Sachen. Dann auch noch. Best Buddy, den hochleveln für die neue Medaille, muss man auch machen und schon sehr überwältigend, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass es eine schöne, wieso nennt man das Teil nicht, es war eine schöne, altmodische, Oldschool Raid Tour. Ich habe das ja so angeprangert und ein bisschen kritisiert, weil es finden eigentlich nur noch Raid Touren statt, am Mittwoch zur Raid Stunde und sonst halt nie. Und durch diese Wochenend-Events mit den Raid-Bossen, mit den besonderen, finden eben auch am Wochenende Raids statt oder Raid-Touren. Und Raids an sich machen mir immer Spaß, mit den Kollegen abhängen, coole Leute. Eigentlich super. Dementsprechend Feedback bisher eigentlich ziemlich gut. Auch wenn es jetzt jedes Wochenende irgendwie neuer ist und die Leute ein bisschen überfordert. Macht aber trotzdem Spaß. Eure Meinung gerne unten in den Kommentaren und eure Ausbeute. Ich habe einen Shiny bekommen, jetzt vom ganzen Wochenende. Morgen ist er noch am Start, also Montag. Ich bin auch nochmal unterwegs, vielleicht kriege ich noch einen. Aber was wir oder was ich will, ist ein 100er.
Euch viel Glück, viel Erfolg, Leute. Jetzt auch das Outro. Oh ja, was geht, Leute? Outro-Time. Ja, ein langes Wochenende. Ich arbeite jetzt gerade eigentlich. Ich bin in Bereitschaft. Und ja, es ist gerade nichts los. Also nehme ich zwei Raids in der Nachbarschaft schnell mit. Kein Stress. Wobei einer ist Volto los geworden. Also mal schauen, ob wir überhaupt Zeit zustande kommen. Ich war gestern. Also jetzt ist Samstagabend. Ich lade beide Videos. Zumindest bearbeite ich beide Videos. Eins kommt heute noch und eins kommt morgen. Ich war Freitag und wahrscheinlich werde ich dieses Outro hier für beide Videos am Ende verwenden, weil passt einfach. Ich war Freitagabend auf der Akai Raid Tour, war recht erfolgreich. Also was heißt recht erfolgreich? Ich habe einen bekommen, einen Shiny, keinen guten, also nicht wirklich erfolgreich, aber immer einen Shiny bekommen. Und heute war Rocket Übernahme, das war nicht so erfolgreich, aber ja, wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr wieso. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr schon Shiny Darker habt, ob ihr da auf Tour wart und ob ihr die Rocket-Übernahme mitgemacht habt. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Falls ihr das Video hier am Sonntag seht, dann viel Glück, viel Erfolg bei euren X-Raids. Ich habe mal wieder 5 bis 6 Stück. Ich gönne mir also volles Wochenende, Freitag Shiny Darker Raid Tour, Samstag Rocket Takeover und Sonntag X-Raids und wahrscheinlich auch noch ein paar Darker Raids. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist just business.